Hallo, ich bin Tini von Paulina Neet und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du dir ein Basic Boca Dress nähen kannst. Viel Vergnügen! Um das Boca Dress als Basic-Kleid nähen zu können, musst du das Schnittmuster noch etwas modifizieren und alle Vorderteile des Schnittmusters aneinander kleben. Das Rockteil vorne, das Mittelteil vorne im Bruch, das Oberteil vorne und das Ausschnittteil vorne. Für den Rücken kannst du gleich das Basic-Schnittmuster verwenden, das beinhaltet die Rückenabnäher. Wie du die gesamten Abnäher am besten auf deinen Stoff überträgst und dann auch nähst, werde ich dir als erstes kurz erklären. Um die Abnäher des Rückteils auf deinen Stoff übertragen zu können, markiere dir zuerst die Spitzenenden oben, unten und seitlich und mach an den Markierungen mit Hilfe einer Ahle oder mit einer Nadel ein kleines Loch in den Schnitt. Ähnlich wie bei den Abnähern Rückteil verfährst du auch bei den Brustabnähern des Vorderteils. Markiere dir wieder das spitze Ende mit einem Stift und mache ein kleines Loch in den Schnitt. Ebenso ist es wichtig, dass du dir die Ecken mit einer Schere ausschneidest, damit kannst du die Linien besser übertragen. Durch diese kleinen Löcher im Schnittmuster kannst du jetzt deine Abnäher mit Hilfe eines Trickmarkers auf den darunterliegenden Stoff übertragen. Ich habe bereits die Markierungen mit einem Trickmarker übertragen. Einmal bei der Abnäherspitze und unten und oben bei den Ausläufern des Abnähers. Zusätzlich habe ich noch den Bruch markiert, was sehr praktisch ist beim Belegannähen. Verbinde mit Hilfe eines Lineals den Brustpunkt mit den Ausläufern des Abnähers. Zusätzlich machst du noch eine Linie vom Brustpunkt zur Stoffspitze zwischen den Ausläufern. Diese Linie bildet dann gleich einen Stoffbruch beim Abnäher. Stecke eine Nadel so in den Brustpunkt, dass die Nadelspitze genau an der Markierung austritt. Eine weitere steckst du in die Bruchlinie des Abnähers. Falte den Stoff jetzt an der soeben entstandenen Linie in den Bruch. Die Nadeln sollten das exakte Falten erleichtern. Steckere weitere Nadeln genau in die obere und untere Auslaufslinie und achte darauf, dass die beiden Linien exakt aufeinander liegen. So sieht das dann aus. Markiere mit einem Trickmarker nun auch von den Rückenabnähern die Spitzenenden oben, unten und seitlich und markiere auch wieder den Bruch oben. Auch hier habe ich wieder die Punkte der Abnäher mit einem Lineal und einem Trickmarker verbunden. Stecke Nadeln in die obere und untere Spitze des Abnähers und zwar so, dass die Nadelspitzen exakt bei der Spitze des Abnähers wieder austreten. Als zusätzliche Hilfestellung kannst du dir noch eine Linie von der oberen bis zur unteren Spitze ziehen. Falte den Abnäher nun in den Bruch, und zwar entlang dieser Hilfslinie. Fixiere den Abnäher nun mit Nadeln, aber achte darauf, dass die Linien hinten und vorne wieder exakt aufeinandertreffen. Ich habe die Abnäher nun zusammengesteckt. Das Ganze sieht dann so aus. Da nun alle Formalitäten geklärt sind und du deine Abnäher soweit fertig vorbereitet hast, kannst du eigentlich zu nähen beginnen. Die Abnäher nähst du am besten mit einem kleinen Zickzackstich. Es eignet sich aber auch natürlich der Dreifachgeradstich, auch wenn in der Nähwelt etwas umstritten ist. Ich finde ja, dass der Dreifachgeradstich mit der längsten Stichlänge noch immer die sauberste und beste Lösung für alle Abnäher ist. Als erstes zeige ich dir, wie du die Rückenabnäher nähst. Lege hierzu den Stoff unter dein Nähfüßchen, ich habe das durchsichtige genommen, damit ich sehe, wo ich nähe, und lasse die Fadenenden lange.
Beginne nun vorsichtig zu nähen und zwar genau auf dieser Höhe, auf dem unteren oder dem oberen Ende des Abnähers bei einer Spitze. Es ist besonders wichtig, dass du diese Spitze sauber nähst, damit der Abnäher dann auch schön ist. Nähe langsam und schau immer, wo du nähst. Du musst immer genau auf diese Linie nähen. Wenn du dich dann der mittleren Spitze näherst, nähe langsam und achte darauf, dass die Nadel genau in der Mitte zu stehen kommt. Dreh den Stoff leicht und nähe nach unten weiter. Am Ende der Spitze wirst du wieder etwas langsamer benähen und achtest auf ein sauberes Auslaufen der Naht. Bitte am Ende und am Anfang der Naht die Naht nicht verriegeln, denn wir verknoten dann am Schluss den Faden. Und zwar bin ich jetzt am Ende der Spitze angekommen, hebe die Nadel an, ziehe am Stoff, sodass die Fäden länger sind und schneide sie ab. So sieht dein Rücknäher nun aus. Verknote nun die Enden der langen Fäden, aber nicht so fest, dass sonst der Abnäher von der rechten Stoffseite nicht mehr schön aussieht. Und mache noch einen Knoten, um das Ganze zu fixieren. Das gleiche machst du auch bei dem unteren Abnäher. Wieder nicht zu fest. Und noch einen zweiten Knoten. Danach kannst du die Fadenenden abschneiden. Jetzt sind die Brustabnäher an der Reihe. Lass am Anfang der Naht die Fäden wieder lange und verriegle die Naht am Anfang und am Ende nicht. Fange langsam an zu nähen und zwar an der oberen Spitze des Abnähers. Diese obere Spitze sitzt genau bei der Brustmitte und dort beginnst du zu nähen. Nähe langsam und mit Bedacht und genau entlang der eingezeichneten Linie. Am Ende wirst du wieder etwas langsamer und lässt die Naht ganz normal auslaufen. Hebe die Nadel, ziehe am Stoff und lass die Fäden wieder etwas länger und schneide sie ab. Bügle nun die Abnäher bei der Brust nach unten, ziehe gleichmäßig am Stoff, damit der Abnäher schön in Form kommt. So sehen deine Rückenabnäher nach dem Nähen aus. Bügle auch sie nun sorgfältig flach, indem du sie auf eine Seite legst, egal ob nach vorne oder nach hinten, gleichmäßig am Stoff ziehst und die Kanten sauber ausbügelst. Den zweiten Abnäher legst du genau in die entgegengesetzte Richtung und bügelst ihn ebenfalls flach. Besonders sorgfältig musst du an den Spitzen oben und unten bügeln, damit diese dann von der rechten Stoffseite auch sauber aussehen. Cool. Das Thema Abnäher ist jetzt abgeschlossen für dich. Und ich verspreche dir, ab jetzt geht's etwas lustiger weiter. Lege das Rückteil so vor dich hin. Darauf kommt dann das Vorderteil. Die Seitenkanten liegen exakt aufeinander und müssen zusammengesteckt werden. So sieht das jetzt zusammengesteckt aus. Jetzt musst du noch die Schultern zusammenstecken. Danach kannst du die Schultern zusammennähen und die Seiten. Ich nehme ein Basic Boker Dress mit Belegen am Halsausschnitt. Du kannst dort natürlich auch gerne ein Bündchen anbringen. Für den Beleg für das Vorderteil schneidest du das Ausschnittteil einmal im Bruch zu. Der Beleg hinten ist am Ausschnitt vom Rückteil eingezeichnet. Diesen schneidest du dir jetzt in deiner Größe heraus und schneidest auch den Beleg für hinten einmal im Bruch zu. Lege die Belege von Vorder- und Rückteil, Schulterkante auf Schulterkante und rechts auf rechts aufeinander und stecke die Schulterkanten miteinander fest. Diese Schulterkanten nähst du nun beide zusammen.
Lege den Beleg rechts auf rechts an den Ausschnitt. Zuerst steckst du die Schulternähte aufeinander. Dann die Bruchmarkierungen hinten und vorne. Und dann kannst du den gesamten Beleg im Verlauf anstecken. Nähe den Beleg in einen Rutsch an den Halsausschnitt. So sieht der Halsbeleg nach dem Annähen aus. Schlage den Beleg auf die Innenseite des Kleides, sodass die Nahtkante schön sauber wieder zu sehen ist, und stecke den Beleg fest. Fixiere den Beleg nun entlang der Ausschnittkante mit einem dehnbaren Stich. Ich fixiere meine Belege immer mit der Coverlock. Du kannst selbstverständlich auch jeden dehnbaren Stich von deiner Nähmaschine benutzen. Bügle den Beleg mit viel Dampf von außen und innen flach. Schneide je nach gewählter Nahtbreite den überstehenden Stoff knappkantig ab. Um das Armloch mit Streifenversäuberung zu versäubern, musst du zunächst den gesamten Umfang des Armloches ausmessen. Wenn du den Armausschnitt mit Jersey-Streifen versäubern möchtest, musst du den gesamten Armumfang mal 0,9 rechnen. Möchtest du aber mit Bündchenware arbeiten, rechnest du den gesamten Umfang mal 0,7. Schneide zwei Stoffstreifen mit jeweils 4 cm Breite gegen den Fadenlauf zu in der entsprechenden Länge, die du errechnen kannst. Es gibt mehrere verschiedene Arten, wie du deine Stoffstreifen an den Armausschnitt annähen kannst. In diesem Tutorial zeige ich dir, wie du ihn als geschlossenen Ring annähst. Weitere Herangehensweisen findest du im E-Book. Musst du lege die Streifen den gesamten Umfang des Armlochs ausmessen und Kante auf Kante aufeinander und stecke diese kurze Kante mit einem Wunderclip oder mit Nadeln zusammen. Schließe nun diese beiden kurzen Seiten. Unterteile deinen Stoffstreifen nun in 4 Viertel. Das erste Viertel befindet sich gleich hier an der Naht. Da steckst du die Nadel hinein. Und das zweite ist gegenüber, wenn du es flach hinlegst, da auf der anderen Seite. Hier kommt eine Nadel rein. Dann legst du das erste Viertel auf das zweite Viertel. Im Bruch gegenüber entsteht dann das dritte Viertel. Und wieder gegenüber entsteht das vierte Viertel. Das gleiche machst du dann auch mit deinen Armausschnitten. Du legst die Nähte der Schulternaht und der Achselnaht aufeinander und auf der anderen Seite bildet sich dann ein Bruch und auch hier steckst du wieder Nadeln hinein. Diese Naht und diese Naht sind schon die ersten zwei Viertel, das dritte und gegenüberliegend der Bruch ist wieder das vierte Viertel. Stecke deinen Stoffstreifen jetzt auf den Armausschnitt. Die beiden Nähte legst du aufeinander und steckst sie fest. Die obere gegenüberliegende Naht befindet sich genau bei der Kante der Schultern. Auch wieder feststecken. Das gleiche machst du auch bei beiden äußeren Vierteln. Nähe diesen Streifen jetzt an den Armausschnitt. Es entsteht ein bisschen Dehnung, das ist auch gut so, damit das Armloch dann schön versäubert ist. Achte beim Annähen des Streifens darauf, dass du immer nur den Streifen gleichmäßig dehnst und aber nicht den Hauptstoff, denn dieser wälzt sich sonst unschön von außen. Nähe den Streifen unter ständigem Zug an. So sieht dein angenähter Stoffstreifen jetzt aus. Klappe ihn, wie auch schon bereits beim Ausschnitt, in das Innere des Kleides und befestige den Stoffstreifen mit Wonderclips oder mit Nadeln. Wenn du den Stoffstreifen gleichmäßig an den Armausschnitt gesteckt hast, kannst du ihn dann annähen. Achte aber darauf, dass durch den Zug des Bündchens hier etwas mehr Spannung ist und dehne beim Nähen gleichmäßig den Stoffstreifen. Beim Fixieren des Streifens musst du sauber arbeiten, denn durch den Zug des Bündchens hinten ist es etwas knifflig, den Stoff richtig zu führen. Nähe langsam und vorsichtig und ziehe den Stoff immer wieder ganz vorsichtig. Aber achte auch hier wieder nur drauf, den Stoffstreifen zu dehnen und nicht den Hauptstoff.
bügle den fixierten Versäuberungsstreifen nun mit viel Dampf flach. Das machst du auch wieder unter stetigem Zug, damit sich die Naht auch schön flach legt. Um den Saum deines Kleides nähen zu können, klappst du den Saum in der entsprechenden Saumzugabe nach oben in das Innere des Kleides und fixierst ihn mit Wonderclips. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, deinen Saum ganz perfekt nähen zu können. Und zwar könntest du zum Beispiel mit einem Lineal in der entsprechenden Saumzugabe Punkte einzeichnen und diese dann mit einer Linie verbinden und dann an dieser Linie nach oben klappen. Wenn du alles festgesteckt hast, kannst du schlussendlich auch noch den Saum nach oben nähen. So sieht der ungenähte Saum jetzt aus. Du kannst ihn noch mit viel Dampf flach bügeln, dass sich der Saum nicht nach oben klappt beim Tragen. Danach ist dein Kleid fertig. Yay! Dein Basic Poker Dress ist jetzt fertig. Ich hoffe, es war dir genauso ein Volksfest wie mir. Falls du nicht weiterkommst oder Fragen hast, kannst du dich gerne jederzeit bei mir melden. Entweder über meine Facebook-Seite oder über meine E-Mail-Adresse. Tschüss, Baba! So, wer hat noch Bock auf Hoppalas? War ja mein erstes Video-Tutorial und davon gibt es einige. Hoppalas natürlich. Also, wer noch Bock auf Hoppalas hat, Hoppalas hat, der sollte jetzt noch dranbleiben. Tschüss! Cool, die Abnäher hast du bereits geschafft. Jetzt können wir richtig klasse weiter fortlegen. Oder so. Oh, ich habe einen roten Punkt auf der Nase. Möchtest du deinen Armausschnitt mit Jerseystreifen versäubern? Dann rechnest du den gesamten Armausschnitt mal 0,9. Möchtest du lieber mit Bündchenware arbeiten? Addierst du mal 0,7. Oder ich bin schon super nieder. Drucken. Action aus. Viel Spaß beim Nähen. Und jetzt ist es aus. Aber so richtig.